2023 findet bald sein Ende und wie du 2024 zu deinem Jahr machen kannst, das erzähle ich dir heute. Heute ist tatsächlich der 27.12. und ich bin derzeit ein bisschen damit beschäftigt, den Neujahrsputz anzugehen. Das werdet ihr auch ein bisschen im Video sehen. Also entweder lehnt euch zurück und schaut euch interessiert das Video an oder packt es gerne auf euren Fernseher, auf eure Lautsprecher und fangt selbst schon mal euren Neujahrsputz an. Bald ist ja Silvester und einige überlegen sich dann ein paar Neujahrsvorsätze. Allerdings, wer kennt das nicht, man setzt sich tolle, große Neujahrsvorsätze und am Ende hält das Ganze irgendwie 1 oder 2 Wochen. Und damit ihr dieses Problem nächstes Jahr nicht haben werdet, habe ich tatsächlich ein paar Tipps und Tricks, die ich an euch weitergeben möchte, aufgeschrieben. Kleiner Disclaimer dabei, nicht jeder Tipp ist für jeden etwas. Ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, was mir geholfen hat in der Vergangenheit. Vielleicht kurz eine Anekdote dazu. Ich habe vor 2 bis 3 Jahren noch 63 Kilogramm gewogen und habe mir damals gesagt, so geht das nicht weiter und habe mir dann das Ziel gesetzt, abzunehmen und wiege mittlerweile um die 47, 48 Kilo und bin damit sehr glücklich. Ich habe einige der Tipps, die ich heute für euch habe, damals für mich angewendet. Vielleicht hilft sie ja dem einen oder anderen. Falls euch übrigens ein Video interessieren würde, Step für Step, wie ich diese ungefähr 15 Kilogramm abgenommen habe, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Vielleicht, wenn sich genug finden, mache ich da auch mal ein Video dazu. Für eure Neujahrsvorsätze 2024 habe ich ein paar allgemeine Tipps erst für euch und dann spezifische Beispiele, welche Neujahrsvorsätze ihr euch für 2024 vornehmen könntet. Und am Ende erzähle ich euch natürlich auch, was meine Vorsätze für 2024 sind. Also fangen wir an. Tipp Nummer 1, setzt euch konkret messbare Ziele. Was meine ich mit konkret messbar? Neujahrsvorsätze wie zum Beispiel, ich möchte mehr Sport machen. Ihr müsst euch konkret messbare Ziele setzen, wie zum Beispiel, ich möchte einmal die Woche Sport machen oder ich möchte einmal die Woche ins Fitnessstudio gehen, einmal die Woche schwimmen gehen, was auch immer ihr am liebsten macht. Und da kommen wir auch gleich zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist, weniger ist mehr. Bitte, bitte übertreibt es nicht mit euren Neujahrsvorsätzen. Setzt euch nicht so ein Ziel wie 5-mal die Woche Sport machen, jede Woche. Obwohl ich gerade gar keinen Sport mache, das ist nicht realistisch und nach 2 Wochen liegt ihr in der Ecke mit Muskelkater und habt keine Lust mehr und hört wieder auf. Dementsprechend seid realistisch und ehrlich zu euch selbst und sagt euch lieber, ich mache einmal die Woche Sport und dann macht ihr halt in 2025 3-mal die Woche Sport, wenn ihr das geschafft habt. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Es ist in Ordnung, wenn man auch mal aussetzt. Ein Jahr hat 365 Tage und das ist eine verdammt lange Zeit. Da kann alles passieren, da kann man Prüfungswochen haben in der Uni, in der Schule oder man ist mal krank oder man schafft es einfach nicht, weil man zu viel Stress hat auf der Arbeit, privat oder die Unlust ist auch mal eine Woche einfach zu groß. Wir kennen das ja alle. Bitte, bitte macht euch nicht fertig, wenn ihr es mal doch nicht einhalten könnt und macht danach einfach weiter. Klar ist Durchhaltevermögen sehr wichtig, aber das Wichtigste ist nicht, sich jede Woche an etwas zu halten, was einen dann nur noch fertiger macht. Das Wichtigste ist, auch wenn man mal eine Woche aussetzt, in der nächsten Woche dann einfach wieder weiterzumachen. Allgemeiner Tipp Nummer 4, verlangt nicht, vor allem wenn ihr Sport machen möchtet, das ist ja immer so dieser Neujahrsvorsatz Nummer 1 für die meisten, verlangt nicht, dass ihr nach einem Monat die riesigen Unterschiede seht. Kommen wir jetzt zu ein paar Beispielen für gute Neujahrsvorsätze 2024. Vielleicht findet der eine oder andere ja einen guten Vorschlag. Ich habe die Beispiele in 3 Kategorien unterteilt. Einmal Körper und Seele, dann Hobbys und als drittes Finanzen. Kommen wir erst zu Körper und Seele.
klassisch, Neujahrsvorsatz, ich möchte mehr Sport machen. Da seid bitte ehrlich zu euch selbst. Macht ihr gerade Sport? Wenn nein, dann setzt euch doch bitte nicht als Neujahrsvorsatz, wie schon erwähnt, 5-mal die Woche Sport zu machen. Das wird leider nicht funktionieren. Sagt euch einfach, hey, ich möchte 1-mal die Woche Sport machen. Selbst wenn ihr alle 2 Wochen ausfallt und ihr macht es nur alle 2 Wochen, dann habt ihr in den 52 Wochen, die wir 2024 haben, 26-mal Sport gemacht. 26-mal Sport machen ist wohl 26-mal mehr als gar kein Sport machen. Beispiel Nummer 2 kommt tatsächlich eher aus einer privaten Sache. Und kurz dazu, ich möchte niemandem irgendwie vorsetzen, er hat vegan zu leben oder vegetarisch oder bitte esst alle Fleisch, bitte lebt so und esst so, wie ihr das möchtet. Für die Leute unter euch, die vegetarisch oder vegan versuchen möchten zu kochen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ich habe damals mit diesen Büchern angefangen, vegan daheim zu kochen. Und zwar sind das die Küchenratgeber von GU. Ich verlinke euch gerne alles unten in der Beschreibung. Das Neueste, was ich mir geholt habe, ist hier dieses riesige Vegan-Kochbuch von GU. Guter Neujahrsvorsatz Nummer 3. Wie ihr ihn nicht wählen solltet, aber vielleicht einige von euch haben, ist nämlich weniger Süßigkeiten zu essen. Aber hier denkt wieder an den Tipp, bitte messbare, konkrete Vorsätze zu haben. Da würde ich euch raten, wenn ihr einen Wocheneinkauf macht, nehmt euch als Neujahrsvorsatz für die Woche ein Gemüse oder ein Obst einfach mehr zu kaufen und snackt das über den Tag. Und nochmal hier vielleicht ganz wichtig, diese Neujahrsvorsätze sind nicht dazu da, dass ihr euch verbietet, Süßigkeiten zu essen. Ich habe 15 Kilogramm abgenommen und habe immer Süßigkeiten gegessen, in jeder Woche. Beispiel Neujahrsvorsatz Nummer 4. Dieser Neujahrsvorsatz ist tatsächlich auch ganz oben auf meiner Liste von Dingen, die ich vielleicht 2024 mal angehen sollte. Und zwar ist das Ausmisten. Ich meine hier nicht nur den Kleiderschrank, das ist tatsächlich wahrscheinlich mein Punkt Nummer 1, den ich ausmisten muss, aber gleichzeitig auch Elektrogeräte, die man vielleicht noch auf eBay Kleinanzeigen verkaufen könnte. Vielleicht hier nochmal, keine Ahnung, 40, 50 Euro machen mit der Switch, die einfach nur noch rumliegt. Geht einfach mal alle eure Sachen durch und trennt euch von Dingen, die ihr 2023 nicht benutzt habt. Kommen wir nun zum zweiten Themenbereich, nämlich Hobbys. Hier Beispiel Nummer 1, neues Hobby testen. Sei es häkeln, stricken, nähen, Cosplay oder auch vielleicht irgendeine Sportart, auf die ihr schon immer mal Lust hattet, aber euch nicht getraut hat hinzugehen. 2024 ist vielleicht das Jahr, damit ihr mal einfach euch ausprobieren könnt. Vorsatz Nummer 2 bei Thema Hobbys wäre, eine Sprache zu lernen. Bei mir, ich habe tatsächlich, weil ich sehr gerne Animes schaue und auch gerne mal nach Japan fliegen würde und dort auch gerne dann die Möglichkeit hätte, Japanisch lesen zu können und mich auf Japanisch unterhalten zu können. Hier kann ich sehr stark die Genki-Bücher empfehlen. Für jeden, der nicht weiß, wo er genau anfangen soll, Japanisch zu lernen. Genauso habe ich mir dazu dieses japanische Schreibheft gekauft. Die sehen dann so von innen aus. Da könnt ihr dann eure Hiragana, Katakana, Kanji, alles Mögliche drin üben zu schreiben. Und hier wäre meine Empfehlung tatsächlich dann auch, euch vorzunehmen, einmal die Woche euch 2 Stunden hinzusetzen und Japanisch zu lernen. Versucht es nicht irgendwie euch in einem Monat einzuprügeln und am Ende habt ihr dann doch keinen Spaß dran. Also setzt es euch so in euren Alltag, dass ihr weiterhin Spaß behaltet und es nicht nach 2 Wochen aufgeht. Gute Neujahrsvorsatz-Idee Nummer 3 bei Hobbys
besser in eurem jetzigen Hobby zu werden. Einige meiner Follower, das weiß ich, zocken sehr gerne, auch sehr gerne kompetitiv. Ich habe damals ja sehr viel League of Legends gestreamt. Ich weiß, dass einige von euch TFT spielen oder Valorant, irgendwie ein Shooter oder irgendwas in die Richtung. Vielleicht habt ihr ja einfach den Wunsch, 2024 eine bessere Elo zu erreichen, besser zu werden. Also warum nicht einfach den Neujahrsvorsatz setzen, euch einmal die Woche hinzusetzen, euch vielleicht mal ein Coaching zu buchen, euch Tutorial-Videos anzuschauen, wie werdet ihr besser in XYZ. Das hängt jetzt natürlich je nach Game ab. Ich persönlich finde es überhaupt nicht verwerflich, euch als Neujahrsvorsatz vorzunehmen, besser in einem Hobby zu werden. Kann doch auch mal was ganz Schönes sein. Kommen wir damit noch zu Vorsatz über Thema Nummer 3 und das sind Finanzen, unser liebstes Thema. Hier Beispiel Nummer 1, falls ihr das nicht eh schon macht, würde ich euch sehr ans Herz legen, euch eine Übersicht über eure eigenen Finanzen vorzunehmen für 2024. Ich persönlich benutze dafür eine Handy-App, die nennt sich Finanzguru. Und da braucht ihr gar keine Angst irgendwie um euer Bankkonto oder um eure Sicherheit oder sowas zu haben. Dafür ist gesorgt. Ihr könnt da eure Bankkonten oder euer Bargeld eintragen und dann zieht sich aus eurer Online-Bank diese App die Umsätze, was ihr wofür ausgegeben habt und dann könnt ihr immer euch anschauen, wie viel Geld habe ich diesen Monat noch zum Ausgeben, für welches Thema habe ich wie viel ausgegeben und ich persönlich muss sagen, dass mir das sehr stark hilft, weil ich persönlich sonst ein sehr starker Impulskäufer bin. Ich gebe sehr schnell, sehr gerne für Shopping sehr viel Geld aus und so habe ich einfach noch einen Überblick. Hey, kann ich mir das wirklich diesen Monat kaufen? Oder sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich das brauche oder nicht? Und gleichzeitig, vielleicht als guter Benefit, macht diese App so ein bisschen Sparen, so eine Minigame in eurem Leben, weil ihr dann immer versucht, am Ende des Monats noch mehr über zu haben als im Vormonat. Und ja, also so ging es jedenfalls mir. Im Übrigen gibt es bei Finanzguru genau jetzt eine Aktion, dass ihr über den Link, den ich euch in die Beschreibung packe, euch anmelden könnt und dann bekommt ihr 2 oder 3 Monate, ich müsste es gerade nachschauen, kostenfrei einen Premium-Account bei Finanzguru, bei dem ihr einfach noch mehr über eure Finanzen seht, als schon mit der kostenfreien Edition. Aber natürlich könnt ihr Finanzguru komplett kostenfrei benutzen. Also da fällt nichts an. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Falls ihr schon einen Überblick über eure Finanzen habt, vielleicht schon Finanzguru benutzt, wäre der nächste Step, euer Geld auch anzulegen. Da habe ich wieder eine Handy-App für euch. Und zwar benutze ich da Trade Republic. Da müsst ihr euch einmal am Anfang, wenn ihr diese App herunterladet, einmal verifizieren, dass ihr das seid und dann könnt ihr von eurem Bankkonto Geld auf dieses Trade Republic Konto überweisen und mit diesem Geld, was dann auf dem Trade Republic Konto liegt, könnt ihr dann natürlich euer Geld anlegen. Ich persönlich, da ich nicht wirklich sehr viel Zeit in Aktien oder selbst investieren möchte, habe da Dauersparpläne, dass ich einmal im Monat eine gewisse Summe an Geld einfach in ETFs anlege und damit bin ich dann sehr glücklich. Bei Trade Republic habe ich auch noch einen extra Link für euch, da könnt ihr euch drunter anmelden. Jetzt im Januar bekommt ihr für alles Geld, was generell auf dem Trade Republic Konto liegt, nicht investiert ist, nur auf diesem Konto liegt, 8% Zinsen. Ich bin allerdings in keinster Weise gesponsert von Trade Republic. Ich benutze das einfach nur selbst in meiner Freizeit. Der dritte und letzte Finanztipp, den ich für euch habe für 2024. Konsequent 24 Stunden, wenn ihr etwas kaufen möchtet, zu warten und nach 24 Stunden euch nochmal zu fragen, ob ihr das, was auch immer ihr da kaufen wollt, wirklich jetzt kaufen möchtet. Und wenn die Antwort Nein heißt, dann habt ihr Geld gespart. Wenn die Antwort Ja heißt, dann kauft es euch gerne. Ich hoffe, damit habe ich vielleicht dem einen oder anderen
eine gute Idee für einen Neujahrsvorsatz 2024 gegeben. Was sind eure Vorsätze so? Schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare. Mich interessiert das wirklich brennend. Ihr wisst nicht, wie sehr mich sowas interessiert. Wer natürlich jetzt noch wissen möchte, was mein Neujahrsvorsatz 2024 ist, tatsächlich wäre mein großes Ziel, YouTube-Partner zu werden. Dementsprechend bräuchte ich 1000 Abonnenten. Ich weiß, es gibt auch noch so eine Zwischenstufe für 500 Abonnenten, aber die sehe ich irgendwie nicht so richtig als YouTube-Partner. Dementsprechend würde ich gerne 2024 diese 1000 Abonnenten knacken irgendwann. Klar, es ist irgendwo ein messbares Ziel, aber da ich ja darauf nicht so viel Einfluss habe, ist mein Neujahrsvorsatz, dass ich jede Woche freitags um 11 Uhr ein neues Video hochladen möchte und dann einfach sehe, wohin uns das führt. Ich gebe mir größte Mühe, das jede Woche einzuhalten. Ich weiß jetzt schon von den letzten Wochen, dass das sehr schwierig ist und dass ich das voraussichtlich wahrscheinlich hier und da nicht einhalten werden kann, weil ich ja trotzdem noch 40 Stunden die Woche hauptberuflich in meinem IT-Job arbeite. Aber ich werde es versuchen. Drückt mir die Daumen, aber seid bitte nicht böse, falls ich es mal nicht schaffen sollte. Und damit würde ich sagen, auf ein schönes Jahr 2024. Und ich werde sehr gespannt in die Kommentare schauen, was eure Neujahrsvorsätze so sein werden.